So, ich war duschen, ich habe Wäsche gewaschen und jetzt will ich erstmal was trinken. Oh, und ich habe ein paar Stunden lang mit Olaf telefoniert. Ich habe was Tolles rausgefunden. Und nicht nur eine tolle Sache, also mehrere tolle Sachen. Also nicht nur tolle Sachen. Also ich habe mehrere Sachen rausgefunden. Moment, erstmal was trinken. Zero. Sorry. Während ich euch das erzähle, schneide ich die Aufkleber aus, die ich alle in meinen Ordner wieder einkleben will. Wobei, ich habe in den letzten Tagen manchmal darüber nachgedacht, ob ich nicht sowas Ähnliches will wie so ein Kartensammelalbum, wo ich Karteikarten reinstecke und da jeweils so ein Fotoaufkleber vorne draufklebe und hinten die Aufgabe, die ich machen muss. Und dann kann ich immer jeden Tag mir so eine Karte nehmen. Und bis ich die nicht erledigt habe, darf die nicht wieder da rein. Und wenn die erledigt ist, dann kommt die zum Beispiel ganz hinten rein oder so, weil das wird dann ein Sammelalbum an Aufgaben, die ich geschafft habe. Sowas. Tolle Idee, oder? Das Ding ist, dass was auch immer ich dafür bestelle, bestelle ich mit Sicherheit nicht hierher. Weil ich nicht glaube, dass ich hier noch lange sein werde. Höchstens noch einen Monat oder so. Und die Sachen, die man hierher bestellt, dauern manchmal länger als einen Monat, bis die geliefert werden. Sorry. So, also. Und während ich das ausschneide, erzähle ich von den Erkenntnissen, die ich in dem Gespräch mit Olaf hatte. Und zwar. Das eine ist mal, ein paar Sachen davon wusste ich vielleicht schon, aber irgendwie der ganze Zusammenhang hat irgendwie gefehlt. Also es geht einmal um, woher kommt meine neuerliche Klaustrophobie, beziehungsweise die Klaustrophobie könnte ja zusammenhängen mit meiner Abneigung gegen Wohnungen. Also dass ich mich in der Wohnung schnell depressiv fühle. Und da habe ich eine Lösung gefunden, also woher das kommt. Und dann entsprechend, warum ich viel reise und viel im Auto unterwegs bin, das gehört zusammen. Und der Kuchen. Und warum ich lieber mit jemandem wandern gehe als alleine. Und warum ich aber gerne alleine bin, beziehungsweise gut alleine klarkomme. Genau. Die Sachen gehören alle zusammen und die habe ich heute alle mit dem Olaf zusammen herausgefunden. Ja, ein Gespräch mit jemandem, den man sehr gern hat, kann mehr wert sein als eine Therapiesitzung. Speziell, wenn einen jemand so gut kennt und wenn man so ein Vertrauen hat zu der Person. Ja, also und was ist des Rätsels Lösung? Also, ich habe ja als Kind meinen Vater einmal pro Monat gesehen und wenn ich ihn gesehen habe, dann hatte ich eine wunderschöne Zeit mit ihm. Und was haben wir gemacht? Wir sind, ach so, ja, und warum ich auch gerne im Auto lebe. Das gehört auch dazu. Also, wenn er mich abgeholt hat, dann hat er mich mit dem Auto abgeholt. Und ich bin vorne gesessen. Entsprechend, was war das Erste im Monat, was ich an positiven Sachen erlebt habe? Dass
ich in ein Auto eingestiegen bin, zu einer Person, die ich gerne mag, das war die Erlösung. Okay, jetzt könnte man sagen, ja gut, aber wenn er dich abgegeben hat, dann bist du wieder in deine Hölle zurück und deswegen, was hat das Auto damit zu tun? Das ganze Wochenende hat das Auto eine Rolle gespielt, weil überall, wo wir hingefahren sind, und wir sind eben an verschiedene Orte gefahren, war ich mit ihm und war glücklich und akzeptiert und in Sicherheit. Und wir sind halt an Orte gefahren, wie zum Beispiel an den Tegernsee, an den Starnberger See, an den Ammersee, nach Garmisch, nach Meran, zum Gardasee, ins Altmühltal, nach München. Fällt euch irgendwas auf? Schaut euch mal meine Wanderführer an. So, und wir sind dort gewandert. Ja. Und wir sind dort essen gegangen. Ja. Und wir sind dort entweder Kuchen essen gegangen oder haben uns einen Kuchen mitgenommen. Und das sind alles Seen oder Flüsse. Ja, okay. Also, damit haben wir erklärt, warum ich gerne im Auto lebe, warum ich lieber zu zweit spazieren gehe, warum ich wandern liebe, warum ich essen gehen liebe, warum ich Kuchen essen liebe. So, und warum hasse ich Wohnungen? Warum fühle ich mich da unwohl? Und was hatte ich für ein komisches Problem mit dem Trainer? Wieso habe ich da eine Panikattacke bekommen? Und wieso habe ich danach immer noch Angst gehabt vor ihm? Und habe mich so schlecht gefühlt, dass ich da nicht mehr hin wollte? Und wieso war das in Zusammenhang gestanden mit einem Probealarm, wo ich beim zweiten Probealarm die Tür nicht öffnen konnte? Und wieso habe ich danach insgesamt ein schlechtes Gefühl gehabt, wenn ich im Büro war? Und das ist die Seite, die mit meiner Mutter zu tun hat. Ungefähr ab dem Zeitpunkt, wo ich aus dem Internat zurückgekommen bin, mit 12 oder so, also ich war nur ein Jahr da, von 10 bis 11 oder so war ich da. Ab dem Zeitpunkt war ich Jugendliche und plötzlich war ich nicht mehr so brav wie vorher. Ich war nicht mehr so angepasst und ich habe meine Meinung gesagt. Und ab dem Zeitpunkt bin ich mit meiner Mutter nicht mehr zurechtgekommen. Oder sie nicht mehr mit mir, also wir nicht mehr miteinander. Und davon abgesehen auch nicht mehr mein Stiefvater und meine Schwestern eigentlich auch nicht so ganz, ein bisschen noch. Aber meine Mutter hatte das größte Problem mit mir. Und was ist da gewesen? Da sind mittags Diskussionen gewesen, die dadurch entstanden sind, dass ich irgendwas völlig Harmloses, aber so ein bisschen aus der Reihe Tanzendes, Abweichendes, von der Norm Abweichendes gesagt habe, geäußert habe, gefragt habe, in den Raum geworfen habe, was dann wiederum von Seiten meiner Mutter Unverständnis ausgelöst hat. Man siehe die Parallelen zum Trainer. Unverständnis für meine Art zu lernen, Unverständnis für meine Art zu denken, zu handeln. Und dann seitens meiner Mutter dazu geführt hat, dass sie das abgewehrt hat, abgelehnt hat, zunichte gemacht hat, kritisiert hat, gesagt hat, das ist dumm, das ist schlecht, das ist nicht in Ordnung, das ist falsch, das kannst du nicht, das ist nicht gut, das ist Blödsinn, bla 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 bla.
Kritik ohne Ende, Ablehnung meiner Person, meiner Wünsche, meiner Ideen, meiner Argumentation, Ablehnung von mir als Mensch. Ablehnung, die so weit ging, dass ich in mein Zimmer geschickt worden bin und da hatte ich dann Hausarrest bis zum Abendessen und nach dem Abendessen durfte ich dann auch nicht mehr zum Fernsehen kommen. Und ja, so wurde ich jeden Tag aufs Neue dafür bestraft, dass ich ich war. Jetzt würde eigentlich, die meisten Kinder würden eigentlich entscheiden, okay, dann halte ich meinen Mund, dann sage ich meine Meinung nicht mehr. Dann werde ich auch nicht mehr kritisiert. Das machen die meisten so. Ich nicht. Ich habe ja alle 4 Wochen bei meinem Papa erlebt, dass ich ich sein darf. Dass ich eine abweichende Meinung haben darf. Dass es in Ordnung ist, wenn man anders denkt. Und dass es auch in Ordnung ist, wenn man mal Fehler macht oder was denkt, was nicht funktioniert. Weil man kann ja drüber reden. Mein Papa hat mir nämlich erklärt, was daran nicht funktioniert und hat mich aber trotzdem so sein lassen, wie ich eben war. Und er hat mich auch immer ausreden lassen. Und ich durfte auch bei ihm immer fernsehen und er hat auch mit mir gespielt. Schafkopfen, Neunerlen, Watten, 66. Er hat mir Schreibmaschine schreiben beigebracht. Ja, solche Dinge halt. Mensch, ärgere dich nicht. Halma, Dame, Backgammon. Ja. Und wenn ich mich für irgendwas interessiert habe, dann haben wir zusammen in die Bertelsmann-Lexikothek geschaut. Ich habe dann den richtigen Band rausgesucht. Dadurch kenne ich mich super mit dem Alphabet aus. ja, ich habe auch seine Begabung für den Umgang mit der Sprache, also fürs Formulieren. Okay, das hat aber meine Mutter auch. Also formulieren können beide gut. Okay, egal. Also auf jeden Fall, ja, bei meinem Papa war ich gerne im Auto, gerne an der frischen Luft, gerne im Restaurant, gerne gegessen, Kuchen gegessen, was Gesundes gegessen, kommuniziert, gespielt. Ich habe mich verstanden und akzeptiert gefühlt. Ich durfte ausreden, ich durfte eine Meinung haben. Und deswegen habe ich es sozusagen gewusst, dass man das darf, dass man das kann. Und ich habe das immer 4 Wochen lang ausgehalten bis zum nächsten Mal, dass ich geblieben bin, obwohl meine Mutter das abgelehnt hat. Ich wusste, dass die Einstellung von meinem Papa die richtige ist und nicht die von meiner Mutter, die meinte, ich bin falsch, ich gehöre nicht dazu. Aber weil sie eben immer so laut geworden ist, und so kritisch, habe ich halt ein Problem damit, wenn jemand kritisch und laut ist. Und ich habe ein Problem mit Wohnungen oder Räumen, also 4 geschlossenen Räumen, wo ich hingeschickt werde, wo ich bleiben muss, wo man mich zwingt zu bleiben. Und was ich halt auch ab dem Zeitpunkt, wo ich 12 war, immer gemacht habe, ist, ich bin immer wieder weggelaufen von zu Hause, also von meiner Mutter. Und da bin ich ungefähr 15 Kilometer zu Fuß gegangen zu meinem Papa. Und habe dann da gewartet, bis er nach Hause kommt. Oder ich bin zum Bahnhof gegangen, weil ich ja wusste, er kommt mit dem Zug an. Und ja, das ist sehr oft gewesen.
Also Flucht, das Gefühl des Eingesperrtseins, das Gefühl, nicht akzeptiert zu werden, kritisiert zu werden, nicht dazu zu gehören. Der Wunsch, im Auto zu sein, mit dem Auto abgeholt zu werden, mit jemandem zu sprechen, der mich akzeptiert, der mich nicht kritisiert, bei dem ich sein darf, mit dem ich essen gehen kann, mit dem ich wandern gehen kann, wo ich gesund essen darf und dann auch noch Kuchen essen darf. So, wir haben auch so Sachen gemacht wie Tischtennis spielen, Federball spielen. Also, ja, es war ein gesundes Leben am Wochenende, jedes vierte Wochenende. Mein Leben, mein echtes Leben hat an jedem vierten Wochenende stattgefunden und dazwischen war ich 4 Wochen lang in meinem Zimmer eingesperrt sozusagen. Also ich war nicht eingesperrt, aber die einzige Möglichkeit, wie ich dem entkommen konnte, war, indem ich einen wahnsinnig langen Spaziergang gemacht habe in die Stadt, wo mein Papa gelebt hat. Deswegen bin ich bereit, alleine lange Wanderungen zu machen, aber ich gehe lieber zu zweit. Deswegen kann ich gut alleine zurechtkommen und habe es gelernt, alleine auch glücklich zu sein. Bin aber trotzdem lieber mit jemandem zusammen, aber nur, wenn er mich akzeptiert und nicht ständig kritisiert. Deswegen hasse ich drinnen und liebe draußen. Deswegen liebe ich das Autofahren, das im Auto sein und das Wandern und das Essen. Ja, das ist eigentlich so logisch. Also der Olaf hat heute auch gesagt, dass du da nicht schon früher drauf gekommen bist. Das liegt doch eigentlich auf der Hand. Sag ich, ja, irgendwie ein bisschen habe ich das schon. Aber es war so ähnlich wie, habe ich ihm dann auch gesagt, wie wenn man nach einem Wort sucht und man kommt einfach nicht drauf. Es liegt einem irgendwie auf der Zunge, aber man kommt nicht drauf. Man denkt, man weiß es, aber es fällt einem nicht ein. Und so ähnlich war das mit dem, warum bin ich nicht gerne drin? Warum lebe ich im Auto und so weiter? Und da ich das jetzt so genau weiß, also ich weiß, dass es richtig ist, weil das halt auch so logisch ist und weil sich das genau richtig anfühlt. Und das muss ich jetzt nochmal als Text zusammenfassen und das mache ich auf Polyglot Mona in 6 Sprachen. Und ja, das ist, also ich kann es nicht nennen, warum ich im Auto lebe, weil das Video habe ich schon mal gemacht. Warum ich Wohnungen hasse. Warum ich 33 Mal umgezogen bin und Wohnungen hasse. Ja. So, jetzt gibt es Pudding ohne Zucker. Ja, und dann arbeite ich weiter.